die Charm-Offensive. Herzlich willkommen zum 2-Minuten-Horst in dieser Woche. Boom! Hallo liebe Charmeure und Charmeurinnen. Diese Woche wollen wir uns mit dem Thema Charmant sein beschäftigen. Was ist eigentlich dieses Charmant? Wo fängt der Zauber an und wo endet er? Wie du es schaffen kannst, deinen Zauber mehr auf andere zu übertragen und besonders charmant bist, das erfährst du jetzt. Bleib dran, in 2 Minuten weißt du mehr. Aber keine Sorge, Hilfe ist im Anmarsch. Gestatten, Horst. Und sein Leben bestreitet er mit seinem Charme als Flirtcoach. Schmeichelnd, streichelnd, reizend und bezaubernd. Irgendwo hier spielt sich auf jeden Fall charmant und charmantes Auftreten ab. Für mich fängt Charme da an, wo Wertschätzung auf Humor trifft. Das Wort charmant wurde Ende des 17. Jahrhunderts von der größten Verführernation Europas geprägt, den Franzosen, wem sonst, unserem unglaublich charmanten Nachbarvölkchen. Charmant kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie bezaubernd. Dieser Zauber, den kannst du verstreuen in einem besonders charmanten Moment, in dem du deinem Gegenüber das wunderschöne Gefühl gibst, einzigartig und einfach umwerfend zu sein. Man bezeichnet Männer, die besonders charmant auftreten, auch gerne als Gentleman. Für mich schwingt bei einem Gentleman mit, dass wir es mit einem Mann zu tun haben, der besonders rücksichtsvoll auf die Bedürfnisse anderer schaut. Also seine eigenen Interessen vielleicht erstmal zurückschraubt, dafür, dass die andere Person sich absolut wohlfühlt. Der Charmeur oder die Charmeurin hat der anderen Person gegenüber eine sehr wertschätzende Haltung eingenommen und kann diesen Zustand auf eine angenehme Art und Weise zum Ausdruck bringen. Das tun wir Typen uns oft unglaublich schwer damit, eine Frau, an der wir wirklich Interesse haben, dieses Interesse auch mitzuteilen. Für viele von uns Typen ist es so, dass wenn sie eine attraktive Frau sehen, von dieser so begeistert sind und sich denken, oh nein, hoffentlich mag sie mich, statt dass sie sich denken, ich verwickle diese Frau jetzt einfach mal in ein charmantes, nettes Gespräch, um zu schauen, ob sie überhaupt zu mir passt. Charmantes Auftreten spielt sich auf der Beziehungsebene ab. Also da, wo es zwischenmenschlich zum Knistern kommt. Vielleicht hast du meinen 2-Minuten-Horst zum Thema auf die Stimmung kommt es an gesehen, wo es darum geht, dass bei einem Flirt eigentlich die Stimmung dominiert und das Wichtigste ist, welches Gefühl du erzeugst. Und auch an der Stelle setzt Charme an. Frauen mögen Männer, die besonders charmant auftreten. Fass dir mal an die eigene Nase und frag dich, Mensch, wie oft bin ich eigentlich charmant und wann könnte ich vielleicht meinem Umfeld gegenüber noch etwas charmanter sein? Vielleicht erstmal als eigenen Zustand mehr Wertschätzung überhaupt haben und diese dann auf eine angenehme und charmante Art und Weise zum Ausdruck bringen. Achte für dich auch mal drauf, wann bist du vielleicht im Kommentaren anderen gegenüber vielleicht noch nicht 100% charmant und wann kannst du vielleicht noch charmanter sein und deinen Zauber noch mehr versprühen. Diese Woche will ich von dir, dass du deine Charme-Offensive startest und nämlich 3 dir bisher unbekannten Frauen ein besonders charmantes Kompliment machst. Versuche mal, einen besonders charmanten Moment herzustellen, wo du einfach als der absolute Gentleman dastehst, sei es durch eine besonders charmante Anmerkung mit einem schönen Kompliment, einem reizenden Lächeln und vielleicht deiner besonderen Wertschätzung, die du der anderen Person gegenüber ausdrückst. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch hier unseren YouTube-Kanal. Und wenn du für deine Charme-Offensive noch auf der Suche nach dem ein oder anderen individuellen Kompliment bist, dann schau doch hier in meine Liste mit 53 umwerfenden Komplimenten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Charme-Offensive. Schalte auch nächste Woche wieder ein zu 2 Minuten Horst, jeden Dienstag, 17 Uhr. Bis dann, dein Horst.